Mit bis 8 Volt Allstrom kann der Trixmotor Nummer 2060 betrieben werden. Die verschiedenen Lochabstände im Sockel gestatten den Einsatz auch in anderen Baukastensystemen. Der einfache, geniale Aufbau lässt sofort das Prinzip verstehen. Durch die Verwendung einer Feldspule ist eine einfache Drehrichtungsänderung nicht möglich. Gleich 4 Möglichkeiten hat man, um die Drehbewegung der Ankerwelle zum Modell zu übertragen. So gibt es ein Ritzel mit 8 Zähnen, ein 6 Zähne Kettenrad, ein Schnurlaufrädchen und ein Mitnehmerhaken zur Verlängerung der Antriebsachse. Dieser beliebte Elektromotor wurde erstmals im Jahre 1933 produziert und läuft auch nach 80 Jahren noch einwandfrei.